allseits, es geht hier in dieser Sequenz um eine Prüfung, Stufe GIM 2, Thema trigonometrisches und quadratische Funktionen. Bei der Trigonometrie sind das Basics. Ja, es ist so, dass eine kleine Sequenz da mit dieser Prüfung getestet wird. Die Aufgabe 1, die wurde quasi so in den Übungen gelöst. Eine Zahl habe ich abgeändert, aber das ist dann schon alles. Die Aufgabenstellung ist eigentlich so identisch aus dem Skript genommen, also da muss eigentlich die volle Punktzahl her. Dann gab es eine zweite Aufgabe, die war etwas schwieriger, die kam so in der Art nicht im Unterricht vor, aber natürlich vom Thema her schon. Und dann die dritte Aufgabe war wieder eine Standardaufgabe, da konnte man einfach das Gelernte quasi anwenden und die Dinge, die man im Unterricht gesehen hat, wiedergeben. Aufgabe 1, es geht hier um ein Lokal, das möchte seinen Umsatz maximieren. Man hat Daten, man weiß zum Beispiel, wenn ich so und so viel Eintritt verlange, sind etwa so und so viele Besucher zu erwarten und der Zusammenhang zwischen Eintrittspreis, also Erhöhung, und Anzahl Besucher, das fällt ab, ist linear. Ja, jetzt kann man hier eben die Gleichung aufstellen. Man hat hier quasi diese 8 Franken, bei denen weiß man, bei 8 Franken kommen 240 Besucher. Und wenn ich jetzt ja den Preis um 25 Rappen erhöhe, dann kommen 10 Besucher weniger, also noch 230. Und könnte man sagen, wenn ich das also quasi um 1 Franken jetzt erhöhe, also wenn ich quasi diese 8 plus 1 habe, dann kämen 40 Besucher weniger, also dann würde ich noch 200 Personen erwarten. Jetzt sieht man, das ist ein Dreisatz, oder der Zusammenhang ist linear und ich habe ja nicht bereits meine 2 Punkte, da kann ich also die Gerade dazu notieren. Wie sieht das da aus? Ich habe quasi auf einen Schritt im Preis, also von 8 auf 9 Franken, habe ich geht's 40 runter, also 40 Personen runter. Also wenn meine Funktion für die Anzahl Personen in Abhängigkeit vom, sagen wir mal, der Erhöhung des Eintrittspreises x gemessen wird, dann hätte ich also minus 40x, weil jeweils pro Franken werden 40 Leute weniger das Lokal besuchen. Und beim Nullpunkt habe ich 240 Leute, das heißt, die Funktionsgleichung hier muss so aussehen. Ja, jetzt für den Umsatz, oder? Es gilt für den Umsatz, schreibt das vielleicht hier hin. Umsatz in Abhängigkeit der Preisveränderung. Das ist mal der Eintrittspreis, den ich erhalte. Den messe ich ja in der Abweichung von diesen 8 Franken. Und dann kann ich multiplizieren mit den Anzahl Leuten, die ich dann zu erwarten habe für den Konzertbesuch. Wenn ich das ausmultipliziere, dann ergibt sich eine quadratische Funktion, eine Parabel. Minus 40x mal x gibt minus 40x². Dann an x-Themen habe ich einmal minus 320x von diesem Term und die plus 240x. Da habe ich also eine Differenz von minus 80x. Und dann noch die 8 mal diese 240. Da bin ich bei 1920. Das ist also meine Funktion, meine Parabel für den Umsatz. Und ich sehe, die Parabel ist nach unten offen, weil das Vorzeichen von dem x-Quadrat negativ ist. Das sieht so aus. Das heißt, der Scheitelpunkt wird mir das Maximum des Umsatzes angeben. Rechnen wir diesen Scheitelpunkt aus. Da hat man die Formel minus b durch 2a, wobei das b der Koeffizient vor dem x ist und das a der Koeffizient vor dem x-Quadrat, einfach mit den üblichen Bezeichnungen, kann man da einsetzen. Also ich habe 2 mal Minus, das wird mir am Schluss wieder ein Minus geben. Ich habe minus 40 und minus 80 und noch einmal ein Minus da vorne dran, das heißt, ich kriege wieder Minus. Da habe ich also minus 80 und dann durch 2 mal diese 40 hier in der Formel, also kriege ich minus 1. Das heißt, wenn ich aus der Eintrittspreis um 1 Franken senke auf 7 Franken, dann werde ich den Umsatz maximieren. Jetzt gucken, was die Frage war. Bei welchem Eintrittspreis ist der Umsatz am größten? Also kann man sagen, Eintrittspreis 7 Franken. Ich schreibe das jetzt hier in der Kurzversion.
Ich bin fragen, wie viel beträgt dieser mögliche Umsatz? Da setzen wir natürlich einfach diese minus 1 in unsere Umsatzformel ein. Also wir rechnen da U von minus 1 aus, oder habe ich ja maximal, wenn eben x minus 1 ist, also minus 40 mal 1, weil minus 1 im Quadrat ist ja 1, gibt minus 40 und dann minus 1 mal minus 80 gibt mir 80, also plus, dann habe ich minus 40 plus 80 gibt 40 und dann plus 1920 komme ich auf 1960 Franken Umsatz. Auch hier Frankeneinheit noch hinschreiben. Damit ist diese erste Aufgabe gegessen. Ja gut, jetzt zur Aufgabe 2. Da hat man eine Gerade, die die y-Achse bei 4 und die x-Achse bei 6 schneidet und der Punkt soll auf dieser Geraden liegen und das Rechteck, gebildet aus den Achsen, aus den Parallelen zu den Achsen und durch den Punkt C, ist gezeichnet da im Bild hier. Man soll also da das Dreieck dann so einrichten, dass der Flächeninhalt maximal wird, oder wenn ich dann Punkt C verschiebe, zum Beispiel da nach unten, dann sehe ich, dann wird der Flächeninhalt vermutlich kleiner, da ist er 0, oder wenn ich ganz ins Extrem gehe und wenn ich durch den Punkt C da nach oben schiebe, dann ist die Fläche auch kleiner. Also der beste Wert wird irgendwo da in der goldenen Mitte liegen, vermutlich. Ja, jetzt können wir das mal rechnerisch angehen. Der Punkt hat die Koordinaten xy, das heißt, hier ist der x-Wert von C und auf dieser Seite haben wir den y-Wert. Oh, das heißt, die Fläche ist natürlich einfach x mal y, also aufschreiben, x mal y, muss ich da ausrechnen. Und jetzt, wenn ich es nur in Abhängigkeit von x möchte, kann ich natürlich einfach die Geradengleichung nehmen. Oder der Punkt liegt ja auf der Geraden, also ich kann den y bzw. den g vom x-Wert ausrechnen, indem ich die Geradengleichung aufstelle und ich sehe da, die Gerade hat Steigung, ja, es geht auf 6 rüber, geht es minus 4 runter, also die Steigung ist minus 4 Sechstel, wenn Sie so wollen, und der Y-Achsenabschnitt liegt bei 4, oder etwas kürzer geschrieben habe ich minus 2 Drittel x plus 4 als Geradengleichung. Das heißt also, für die Fläche habe ich also x mal und dann minus 2 Drittel x plus 4 und das gibt mir die gesuchte Funktion. Das kleiner hier, also minus 2 Drittel x² plus 4x und das war, glaube ich, bereits Aufgabe A. Bestimme den Flächeninhalt A in Abhängigkeit der Position von C auf der Geraden geht, das haben wir. Ja, jetzt die Koordinaten noch so bestimmen von C, dass das Rechteck maximal wird. Das heißt, man muss auch hier wiederum einfach den optimalen Wert dieser Parabel bestimmen. Da haben wir unseren Scheitelwert wiederum, weil die Parabel nach unten offen ist. Und wir haben unsere Formel minus der Vorfaktor vor den x, also minus b geteilt durch 2 mal a. Also geteilt durch 2 mal der Vorfaktor vor dem x Quadrat. Der ist so viel. Das gibt mir minus 4 über minus 4 Drittel. Und da kann ich mit dem Kehrwert multiplizieren, also statt durch mal den Kehrwert rechnen. Vielleicht kann ich auch gerade sagen, minus durch minus gibt plus. Da kann ich mir die Vorzeichen schenken. 3 Viertel kriege ich 3. Also x wird 3. Und das würde natürlich für den y-Wert bedeuten, können wir einfach in die Geradengleichung einsetzen. Die war 2 Drittel x plus 4. Da kriege ich minus 2 plus 4, da kriege ich 2. Also der Punkt muss bei 3, 2 liegen, dann wird dieser Flächeninhalt maximal. Und dann war, glaube ich, noch gefragt, ja, wie groß ist das denn? Welchen Wert hat dieser Flächeninhalt hier noch? Da kann man wiederum einfach einsetzen in unsere Flächenformel. Also für den x-Wert 3 habe ich maximalen Flächeninhalt. So, Quadrat plus 4 mal 3. Da komme ich also auf minus, die 3, eine 3 kann ich da kürzen, dann bleibt noch minus 2 mal 3. Und 4 mal 3 gibt es 12, also 6. Gut, das zu dieser Aufgabe 2. Ja, nun kam noch die Trigo-Aufgabe 3. Einfach ein paar Berechnungen, also man muss vielleicht wissen, die Schülerprüfenden da den Taschenrechner brauchen, also so
sollte eigentlich kein Problem sein, zumindest A hier auszurechnen. Kann man eigentlich auch quasi mündlich machen, wenn man ein halbes gleichseitiges Dreieck anschaut, hat man 60 Grad und 30 Grad Winkel hier. Und dann kann man sich hier die Seiten auf diese Art hier aufschreiben. 2 1 Wurzel 3. Und dann heißt die Werte direkt hinschreiben, beziehungsweise für 45 Grad. Der kommt dann hier noch vor, für 45 Grad kann ich mir ein halbes Quadrat nehmen, das geht auch. Da habe ich 45 Grad Winkel, da habe ich Seitenlängen 1, 1 und Wurzel 2. Das weiß man vielleicht noch aus der Grundschule auswendig. Gut, aber wie gesagt, das war, musste gar nicht sein, da kommt man einfach eintippen. Hier einfach gucken, dass man Mode Degree hat eingestellt, dann sollte Sinus 30 Grad einen Wert ein Zweitel liefern. Also vielleicht schreibt man das dann auch schön auf, Sinus 30 Grad gibt ein Zweitel. Dann Cosinus 45, da habe ich den Grad nicht hingeschrieben, also müsste man das im Bogenmaß interpretieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wie viel das ist. Da müsste man einen Rechner rasch zu Hilfe nehmen. Cosinus von 45, 0,707. Mal gucken, ob der das gerade, er interpretiert das gerade in Grad, das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht hilft er mir, wenn ich hier mal Pi durch Pi das künstlich erweitere. Ja, gibt er mir 0,52 aus. Exact result, ja, gut, 0,52. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch, wenn man da gerade interpretiert hat, kann man das wahrscheinlich auch okay rechnen. Ich wollte eigentlich hier wirklich das im Bogenmaß interpretiert haben, aber man könnte auch argumentieren, dass ich das Gradzeichen vergessen habe. Gut, dann Pi Viertel ist umgerechnet 45 Grad, dann nimmt man einfach Bogenmaß. Man weiß, dass Pi 180 Grad ist oder hat das. Kann sich das herleiten, eine volle Umdrehung im Einheitskreis ist 2π, das entspricht 360 Grad. Und dann kann man gucken, Pi Viertel ist Viertel von 180, sind wir bei 45 Grad. Und der Tangens von 45 Grad ist 1, weil da habe ich Gegenkatheter und Ankatheter beide gleich lang. Das sieht man hier schon, oder? Das ist da der Fall. Ja, dann noch Sinus auf minus 1 von minus 1. Da kann man sich überlegen, ja, der Sinus, das bei 180 ist der 0 und dann geht der, jetzt habe ich eine Bézier-Kurve erwischt. So, das ist 90 Grad, dann hier 180, wenn das 0 Grad ist. Und dann hier sind wir bei minus 90 Grad oder 270 Grad, also entweder von 360 Grad aus 1 zurück oder eben 270 nach vorne. Das heißt, ich werde hier also minus 90 Grad oder vielleicht besser 270 Grad kriegen. Gut, wie gesagt, das kann man einfach eintippen in den Rechner. Nun ja, Graph von Cosinus skizzieren, da muss man einfach dran denken, den Einheitskreis hat hier Cosinus bedeutet die die Ankathete vergleiche ich zur Hypotenuse. Wenn ich mir Radius 1 denke, dann sehe ich, wenn das Dreieck der Winkel klein ist, da, oder klein ist, dann ist die Ankathete praktisch 1, oder? Fast gleich lang wie die Hypotenuse. Das heißt, bei 0 Grad ist das Grad 1. Und dann bei 90 Grad ist es 0, oder? Dann habe ich da die Ankathete wird eben kleiner, bis ich da im Extremfall eben die Ankathete 0 habe. Das heißt, der Sinus, der wird da so verlaufen. Bei 90 Grad wird er hier 0 sein. Dann bei 180 Grad wird er bei minus 1 sein. Vielleicht hier minus 1 hinschreiben. Dann bei 270 Grad, bei Zweitel, werde ich wieder 0 kriegen. Und dann wird sie noch raufgeben bis 2π, wo ich wieder 1 bin. So. Und rückwärts dasselbe Leier. Hier minus Pi und minus Pi. Zweitel, der ist ja achsensymmetrisch, der Sinus. So, das ist vielleicht ganz grob gezeigt, kann man etwas schöner machen, aber dann hat man hier diesen Graphen über dem Intervall gezeigt. C, das war auch Wiederholung, das haben wir oft gemacht, die durchschnittliche Änderungsrate kann man hier
ausrechnen. Jetzt für den Sinus über den Winter mal minus Pi Zweitel, Pi Zweitel. Da wissen wir, also wir wollen Delta G, Delta X. Das heißt, wir setzen den Endpunkt ein und rechnen minus Anfangspunkt. Das gibt uns ja die Differenz der Y-Werte, also wie viel hat sich die Funktion in Y-Richtung verändert, geteilt durch eben die Strecke, die dazu gebraucht wurde, den Abschnitt auf der X-Achse, also den Endpunkt minus Anfangspunkt. Diese Differenzen, das da, ja, haben wir Sinus von 90 Grad. Wissen wir, das ist 1, Sinus von minus 90 Grad ist minus 1. Das 1 minus minus 1 und unten haben wir die Pi Zweitel plus die Pi Zweitel, das gibt gerade Pi, das rechnen wir direkt aus. Das heißt, wir kriegen also 2 durch Pi als durchschnittliche Änderungsrate. Voilà, das war diese etwas kürzere Prüfung zu trigonometrischen und quadratischen Funktionen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.